Hallo! Heute gibt es einen DM-Haul und zwar war ich beim DM, weil ich noch ein paar Dinge gebraucht habe. Und da habe ich einige schöne Sachen mitgenommen an Dingen, die ich auch nicht unbedingt gebraucht habe. Aber ja, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Ich bin jetzt hier in meinem Wohnzimmer, habe mich so ein bisschen eingemummelt in meinem Poncho und habe es mir gemütlich gemacht und habe ich gedacht, komm, mach mal eben ein Video. Ich war in der Lebensmittelabteilung und habe mir Haferkorn-Cheese mitgenommen. Und die mischen wir immer in unser Müsli. Meine Kinder mögen das sehr gerne. Und ich esse es auch ab und zu und das kann man wirklich sehr gut mischen, wenn man jetzt das Müsli selbst zusammenstellt. Ich habe verschiedene Zutaten, zum Beispiel Goji-Beeren oder Chiasamen, Haferflocken, ganz normales Basismüsli. Und wenn man das noch da mit hineingibt, dann schmeckt es richtig, richtig gut. Erdbeere, Banane in Apfel mit Müsli und Apfelmango in Pfirsich mit Hafer. Das ist dieses Fruchtmus und das packe ich meinen Kindern gerne in die Butterbrotdose, quasi als kleinen Nachtisch. Und davon habe ich insgesamt 6 Stück mitgenommen. Die Blender mit Zahnpasta und ja, Zahnpasta halt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich nutze eine andere, die AP24. Die hält so ein bisschen die Zähne auf, aber meinem Mann reicht diese hier. An dieser Maske konnte ich einfach nicht vorbei. Sie ist jetzt neu im DM eingezogen. Auf jeden Fall stand da ein Neuschildchen dran und zwar von Garnier Skin Active, schwarze Tuchmaske mit Bambuskohlenvlies für vergrößerte Poren oder gegen vergrößerte Poren, klärende Feuchtigkeitsspende und porenverfeinernde Maske. Und ich bin mal gespannt, wie die sich auf der Haut verhält, ob die auch so übertrieben getränkt ist wie die Hydrabomb-Tuchmasken und ja, schauen wir mal. Die ist auch neu eingezogen im DM. Lieblingszeit, Badekristalle von Kneipp, die kaufe ich mir immer wieder nach. Ich mag den Duft, ich mag die Wirkung auf den Körper, auf der Haut und von daher bin ich gespannt. Das ist die Duftrichtung Kirschblüte. Im Angebot und zwar von Dresdner Essenz. Das ist quasi der Abverkauf der Winterware. Das ist in der Duftrichtung, steht hier leider nicht, irgendetwas mit Zimt und Lebkuchen, reduziert von 95 Cent auf 50. Und Dresdner Essenz habe ich noch nie ausprobiert. Das ist ein Sprudelbad, Wärme und Festlichkeit, eine Limited Edition. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das in der Badewanne ausleben wird. Eigentlich versuche ich, solche Gerüche zu vermeiden, weil ich sonst immer Heißhunger auf Süßes bekomme. Aber die waren halt reduziert und deswegen mussten sie mit. Aber hauptsächlich für mein Gesicht und dann nutze ich ganz normale Damenrasierer.
Das sind hier welche von Valea, zwei Klingen Einwegrasierer, ideal auch für die Bikini-Zone. Mit Gleitschreifen, mit Aloe Vera und Vitamin E. Maske hier entdeckt, die gibt es wahrscheinlich schon länger im DM, ist an mir vorübergeschippert, habe ich noch nie vorher gesehen, und zwar ist das Chai Tea Vanille Maske, verzaubert die Sinne mit orientalischem Duft, entspannend für jede Haut. Allein schon die Verpackung ist es wert, mitgenommen zu werden. Ganz neu entdeckt und ist wohl auch ganz neu im DM eingezogen. Badesalz, ein basisches Badesalz, Detox Pure, neutralisiert die Säuren auf der Haut. Es ist ein Gesundheitsbad mit aktiven Mineralien und naturreinem Meersalz, weiße Tonerde und Aktivkohle. Ich bin mal gespannt. Ich habe von Tetra Pak auch noch nie einen Badezusatz benutzt. Die habe ich dann auch noch mitgenommen. Und zwar Detox Queen. Neutralisiert die Säuren auf der Haut. Auch die gleiche Geschichte. Allerdings mit Spirulina-Alge und Schachtelhalm. Schachtelhalm kenne ich noch von den Body Wraps. Das ist auch ein Inhaltsstoff. Mit aktiven Mineralien und naturreinem Meersalz leicht löslich. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich liebe es ja zu baden und Gesundheitsbäder sind immer gut zu haben, für alle Fälle. Von Alverde ein Lippenbalsam, und zwar in der Duftrichtung oder Geschmacksrichtung, keine Ahnung, 1-2 Chai, auch eine LE. Und da ich sowieso einen Pflegebalsam brauche, habe ich es mir mitgenommen. Auch ein interessantes Produkt, und zwar von Alverde. Perfekter Turn Gel to Milk Reinigungsgel Porzellan Blume, auch eine LE. Das innovative Gel to Milk reinigt ihre Haut samt aber gründlich von umweltbedingten Schmutzpartikeln und Make-up. Es soll sich, also man trägt es auf die Haut auf, und während man das Gel aufschäumt, verwandelt es sich in eine milchartige Konsistenz. Noch nie von gehört. Bin also auch darauf sehr, sehr gespannt. Wieder voll. Ich habe aber noch drei Produkte, die ich euch zeigen möchte. Und zwar handelt es sich auch um Food. Habe ich neu entdeckt bei dem Lebe Pure oder Lebe Pur Protein Bowl, Golden Bowl, High Protein, Vegan und Bio. Es ist wohl eine Art Frühstücksbrei, was man sich dann zusammenmixen kann mit Kurkuma und Zimt. Das werde ich gleich morgen früh ausprobieren. Und ich bin neugierig, ob das meinen heißgeliebten Porridge ersetzen kann.
hier. Das ist vegan und warm, die schnelle Tassenmahlzeit mit italienischen Kräutern. Fertig in 5 Minuten. Brauche ich, weil mein Essen schnell gemacht werden muss, wenn ich Hunger bekomme. Wenn ich nichts vorbereitet habe, besteht nämlich die Gefahr, dass ich einfach so in den Kühlschrank greife und dann halt zu Dingen, die mir nicht gut tun. Deswegen habe ich es mitgenommen. Mein Porridge selber, möchte aber gerne ein Fertigpulver ausprobieren. Auch noch nie gesehen im DM. Porridge Cup Couscous Cranberry. Einfach mit Milch mischen, 5 Minuten fertig. Ja, wenn das so schnell geht, dann bin ich zufrieden. Für meinen Porridge brauche ich eigentlich auch nicht länger. Aber trotzdem werde ich es ausprobieren. Mein DM-Haul und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen tollen Tag oder einen tollen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal.